Ja, ein herzliches Willkommen zurück und da sind wir auch schon wieder, immer noch in der Stadt. Und ich habe gerade eben erst die Aufnahme beendet und habe gedacht, komm, lootest du noch mal eben. Und was finde ich im Müll? Taschenmotorrad für Vollidioten. Endlich! Dankeschön! Dankeschön! Ich freue mich so, ich freue mich, ich freue mich. Wir werden sofort nach Hause gehen und dann uns ein Motorrad basteln. Und dann kommen wir wieder und dann wird hier alles gelootet. Boah, ist das geil! Geil, 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 geil. Und ich hab mir noch so gedacht, so, oh, das muss ich ja noch, wenn wir dann die Woche darauf ja in die andere Stadt reisen wollen, wie mache ich das? Da muss ich ja dann ein paar Sachen mitschleppen, muss ich gucken, dass ich nicht so viel mitschleppe, dass, wenn wirklich dann was Interessantes zwischendurch kommt, ich das dann auch noch looten kann, mitlooten kann, den Weg wieder zurück. Und diese Sorgen sind alle vorbei. Nichts hat, ist mehr von Bedeutung. Wir können das Motorrad, das Minibike bauen. Ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was haben wir lange nicht gesehen. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich darüber bin. Wie glücklich. Oh. Gott sei Dank. So, jetzt trinke ich mir einen Kaffee. Wir rasen schnell zurück. Geil. Ehrlich. Wirklich. Das hätte ich nicht mit gerechnet. Im Müll draußen auf der Straße. Ich habe einfach nur reingeguckt, um den Plünderungsskill hochzuleveln, um auf eventuell Blei rauszuholen und vielleicht noch andere wichtige Sachen, die da drin sein könnten. Ja, und dann ist da ein Minibike-Rezept drin. Wieder ein unerwarteter Loot in einem, ja, also das erwartet man doch nicht. Also wo renne ich denn hin? Ah ne, ich hätte gedacht, ich hätte Licht an, weil es so grell, hässlich grell ist. Ja, ich habe jetzt die. Ah, doch, ich hatte wohl Licht an. Ich habe ja hier noch an der Schrotflinte noch Licht. Die habe ich jetzt in der Hand, falls ich den Feral irgendwie begegnen sollte. Hier in der Steppe sind die ja doch schon mal öfters. Gehe ich mal von aus. Also ich meine, ich habe mich daran erinnert, dass ich schon mal im Splitscreen mit meinem Liebling einen Feral in der Steppe entdeckt hatte. Nur, bin jetzt erschrocken. Da hatten die Zombies noch nicht gerannt. Also wir haben die ausgeschaltet, das Rennen ausgeschaltet, weil wir bauen wollten. Ja, und dann ist er natürlich auch nicht gerannt, also. Und wir waren auf Minibikes, also. Das war dann auch noch sowas. Ja gut, ist auch egal, ich schweife ab. Wir haben das Minibike-Rezept gefunden. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Im Müll. Also wirklich. Ja, jetzt kannst du richtig losgehen. Können wir uns so richtig auf andere Sachen konzentrieren. Wir können ja ein bisschen bauen, ja, uns ein bisschen umschauen, erkunden. Und ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, irgendwo eine neue Basis aufzubauen, sondern ja, fahren wir halt hin und her. Ist doch egal. Dann baue ich die quasi aus. Muss ich dann noch. Ja, dann werde ich da auf jeden Fall eine Mauer drumherum ziehen. Ja, dann wir können ja die Zugbrücke bauen. Dann kann das Minibike dann auch rein, sozusagen. Ich gejagt? Nee, hört sich so irgendwie so an. Ach, schön. Das Laufen hat mich schon wirklich abgenervt. Klar, man kriegt Athletikpunkte, ne? Levelt man auch ein bisschen. Hin und her latschen. Ja. Ich hätte jetzt das auch rausschneiden können oder pausieren können und dann hätten wir das gleich. Aber ach komm. Das machen wir jetzt hier gemeinsam. Wir laufen jetzt zusammen zur Stadt zurück. Macht ja nichts. Wir rennen einfach zurück. Ich achte nicht auf Nester. Ich bin bestimmt schon auf 1000 Stück drauf
gelaufen. Ich glaube jetzt auch wieder. Ich möchte einfach nur jetzt zurückgehen. Das Minibike bauen. Wir sind doch schon da. Seht ihr mal. Mach mal direkt mal unsere erste Tour, oder? Wir haben 17 Uhr. Müsste doch zu schaffen sein. Wir gucken uns direkt mal hier in der näheren Umgebung um. Da hinten war ja das zerstörte Biom, meine ich, habe ich gesehen. Huch. Mein Gott, ne. Ja gut, dass ich die Batterie nicht verballert habe für die Lampen. Sonst müsste ich nämlich jetzt Autos zerlegen gehen und hoffen, dass ich nochmal so eine gute Batterie rauskriege. Ich meine, sollte kein Problem sein. Mittlerweile ist ja mein Plünderungsskill sehr hoch. Qualitätsstufe habe ich auf 2. Hält aber nicht sehr lange. Ich glaube, das Bier hält länger als der Kaffee. So, Licht an. Bauen, 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 bauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich schmeiß mal eben die Waffenteile da oben rein. Zack, zack. No. Dit, dit. Weil ich glaube, ich brauche ein bisschen Platz. Ich muss. Ja, ich habe die anderen Sachen noch in der anderen Kiste. Aber nicht wundern, die sind nicht weg oder so, sondern die sind einfach nur noch draußen in der Kiste. Oh ja, ein paar Federn habe ich ja noch. So. Die Schmiede ist aus. Habe ich Holz im Inventar? Nein. Okay. Gut. So. Messing. Einschmelzen. So, ich gucke gerade mal. Hier. Los geht's. Kann ich hier sonst noch irgendwie was machen? Nein. So, was brauche ich jetzt? Ich müsste alles haben fürs Minibike. Jetzt weiß ich gerade nicht. Was hat hier? Yep. Handgriff. Muss ich das auch da machen? Nee, Handgriff. Habe ich jetzt nicht gesehen. Stand das da auch? Für den Handgriff brauche ich Klebeband, Leder, mechanische Teile. Oh, was war das vierte jetzt? Mechanische Teile und Eisenrohre. Okidoki. Ah, ich habe ja genug Eisenrohre. Brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Klebeband. Klebeband. Mechanische Teile. Boah, ich habe das. Und Leder. Muss ich jetzt alles haben? Okay. Hier brauche ich Baumwolle, Leder. Oh, das ist aber ein ziemlich guter Wert. Baumwolle, Leder, Klebeband. Kein Problem, habe ich auch. So. Und dann war da jetzt das hier. Scheinwerfer. Gut, den Handgriff ist klar. Elektrische Teile. Habe ich noch welche? 2 Stück nur. Was brauche ich? 5, oder? Wo sind sie?
Denn ich glaube, hier unten waren auch noch Kühlschränke. Hoppala. Zwei, drei. Da haben wir sie schon. Komm, machen wir den auch weg. Okidoki. Ups. Ach so, ich habe die. Lampen. So. This. So, jetzt habe ich alles. Ah, ist auch sofort fertig. Oder direkt mal wegräumen hier. Was habe ich hier noch? Hier nichts mehr. Leder. Das. Achso, doch, wohl habe ich wohl. Mechanische Teile habe ich da noch. Achso. Da unten hin, bitte. So. Was hatte ich hier nochmal? Ah ja, okay. So. So. Ist auch schon fertig. Ich räume noch eben schnell den ganzen Kram hier weg. Das brauchen wir nämlich alles gar nicht mehr. Das war falsch. Nee, das war richtig, weil ich wollte das da reinpacken. Aber ich habe hier noch Tonhülsen. So. Boah. 406. 406. Wow. So. Gib mir das. Das, das, das. Und das. Sprit wäre nicht schlecht. Weiß ich jetzt nicht, wie viel da reinkommt. Hopp. So, wenn wir schon mal hier draußen sind, können wir auch mal direkt mal in den Garten gucken. So. Nee, habe ich ja schon da unten. Das sind so Geräusche hier gewesen. Normalerweise wird das immer grün angezeigt, hat er jetzt gar nicht. So. Haben wir alles? Perfekt. So. Seht ihr mal. Kann direkt da rein. Wieso man nur hupen kann, wenn man hier nicht drauf sitzt? Kann man so hupen? Nee. Yeah, wir fahren mal einmal ein bisschen rum. Da, 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 da. Wir haben ein Minibike, ihr Idioten. Hui. Einmal um den Block fahren. Huh? Yeah. Boah, ich freue mich so. Ich freue mich total. Wie sich das anhört. Ah, schön. So, wo stellen wir ihn jetzt hin? Erstmal, dass er in Sicherheit ist. Haut doch kein Zombie drauf, oder? Kann man Zombies eigentlich noch überfahren? Mal gucken.
In der PC-Version geht das nicht. Ja, so ein bisschen. Man kann sie überfahren. Wenn mir einer blöd kommt, direkt erstmal Reifenabdrücke ins Gesicht. Schön. Eigentlich müsste ich jetzt mal. Screenshot machen. Aber warte mal, mal ein bisschen anders hinstellen vielleicht. Ich weiß nicht genau. Hehe. Hätten wir unser Minibike. Yay. Sehr schön. Gucken gerade mal nach dem Garten. Ne, der ist noch gar nicht so weit. Ach, wir haben das ja erst gestern Abend gemacht, ne? So. Oh, der schwebt ein bisschen in der Luft. Ja, du bist was ganz Besonderes. Mein kleines Minibikchen. Oh. Super. Wirklich super. Also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich habe dir die ganze Zeit danach gesucht. Und jetzt haben wir es endlich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Mal gerade ein bisschen Munition sammeln. Ich habe gerade gesehen. Oh. Sammeln. Ein bisschen Munition herstellen. Jetzt, wo die Schmiedegarn läuft. Und dann habe ich mir gedacht, kommt, das, der Garten ist ja noch nicht so weit. Wir werden mit dem Minibike. Hoppala. Mal eben. Kohle und Nitrat holen. Dann. Wo sind sie? Da. Dann. Boah, 35 noch. Habe ich hier noch irgendwas zum Einschmelzen? Nur das. Wie viel habe ich hier? Okay. Ja, noch ein bisschen Stahl herstellen. Ups. So, Eisen bräuchte ich auch mal. Vielleicht können wir auch ein paar Ressourcensteine damit wegkloppen. Es ist ja noch Zeit. Wir haben noch genug Zeit. Wieso habe ich jetzt das. Gut. So. So, Minibikchen, wir gehen auf Tour. Wie niedlich die aussehen. So klein. Sind die gerade gewachsen? Nee. So, wo gehen wir am besten hin? Da oben waren ja so viele. Nitrat und Kohle vorkommen. Wir werden da jetzt eben hingehen. Oh, wie schön das ist. Geht jetzt so schnell. Upp, upp. Kann man das eigentlich auch in der Third Person machen? Ich weiß das. Third Person. First Person meine ich. Eine Ego-Perspektive. das fände ich, glaube ich, viel schöner, das. Kann man gar nicht umstellen, ne? Nee. Hast du mich erschreckt, Alter? Aber mein Beinbruch ist ja auch schon wieder verheilt. Ach, hier sind ein paar Steine. Nee, wir wollten erst Nitrat und Kohle. Komm. Ist das so komisch hier. Boah, das blendet aber. Es ist noch nicht dunkel genug. Da ist Nitrat. Hier ist Kohle.
Ach, schön, ein Schlag, das ist ja super. So. Ja, jetzt. Kann von mir aus Tag 14 schon kommen. Jetzt möchte ich auf Tour gehen. Wo war denn jetzt hier Nitrat? Ah, da. Zweimal. Perfekt. Blöde. Jetzt können wir auch Schatzkarten und sowas. Ja. Geht jetzt dann viel besser, weil wir ja dann viel schneller von einem Ort zum anderen kommen. Wie gesagt, das Looten ist jetzt viel angenehmer, weil wir ja diesen Korb ja hinten dran haben und da können wir ja auch noch Sachen rein. Komm, wir fahren mal da hin. Was war denn für ein Riesenklotz hier? Wow. Ist das nicht hier so eine Schmiedehütte? Wollte ich mir die nicht schon mal angucken? Hier sind zwei Baumstümpfe. Ach, die habe ich beide? Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Da ist Kohle. Oh, hab ich mich erschrocken. Das liest du auch hier so rum. Voll Idiot. Oh, bin jetzt erschrocken. In der Steppe fahre ich schon mal ganz gerne Hühnchen platt. Nicht, weil ich das mit Absicht gerne machen möchte. Einfach so versehentlich. Die rennen ja da so rum. Oh, Blei, danke. Die rennen ja da so rum und dann boah, erschrecke ich mich auch jedes Mal so. Ganz extrem. Ja, ist doch gut. Mein Gott. Ne. Können wir auch gut einen Feral wegfahren. Hm? Nestchen. Wir nehmen mal da die Ressourcensteine mit. Ja. Jagen müsste ich auch. Das machen wir am nächsten Tag vielleicht mal. Das ist auch das Schöne, wenn ich jetzt dann jagen gehe, dann packe ich das Fleisch in das Minibike rein. Irgendwas gewesen. Dann riechen die uns wenigstens nicht mehr. So. Da sind noch welche. Da steht hier einer. Da kriege ich ja auch Kohle und Nitrat raus. Na. Geh weg. Ist da noch ein Zeltlager? Ja, der war gut. Na. Danke. Gucken wir gerade gleich mal. Nee. Minibike. Ah, da oben ist ja auch noch so ein jetzt. Das ist das Schöne, dass man jetzt das Minibike jetzt immer auf der Karte sieht. Kann man auch ausschalten. Finde ich aber totaler Quatsch. Gerade hier in diesem hohen Gras sieht man das schon mal gar nicht. Dann rennt man hier hin und her und eigentlich müsste man sich immer eine Markierung machen. Ich gucke gerade, ob ich hier noch in der Nähe
Kohlesee. Da ist ein Auto. Kommt von da, da. Ich wollte das sagen. Hat sich so ein bisschen links angehört. Na. Ah, da scheine ich noch nicht gewesen zu sein. Warum das hier noch? Das hier noch? Na. Wie, das hat den Kopf nach hinten gedreht. Boah, wir haben schon wieder 26 Minuten. Was? Ja, von. Hä? Wieso hat er jetzt den Schritt gemacht? Ich habe mich doch gar nicht bewegt. Dankeschön. Dankeschön. Für nix. Und wieder nix. Oh Gott, geht mir. Ist egal, ich habe jetzt ein Minibike. Kann alles da rein tun. Ja, ich würde sagen. Ah ne, wir gucken nochmal eben das Dingens rein, bevor ich jetzt Feierabend mache. Genau, Minibike bleibt schön da stehen. Ach, Mist. Puh. Okay. Ist der Eingang? Nee, hier war ich noch nicht, Tatsache. Nee, draufstellen wollte ich mich jetzt nicht. Komm, nehmen wir erstmal alles mit. Topf auch. Das Gefühl, dass wenn hier immer noch irgendjemand läuft. Nee. Da ist noch was. Gib mir noch ein Nest. So. Ja. Hinter ist nichts mehr. Das habe ich doch, oder? Nee. Was hatte ich denn nochmal? Weiß ich nicht. Gut. Ich klappe hier noch den einen oder anderen Stein weg. Werde noch noch Kohle und Nitrat sammeln. Und ja, wir sehen uns dann, ich würde sagen, zum nächsten Tag dann wieder. Jetzt, da wir das Minibike haben, kann ich ja ein bisschen neu planen jetzt. Und ja, gucken wir mal, was wir dann jetzt für den nächsten Tag dann noch machen. Ich muss noch ein paar Sachen auf jeden Fall reparieren. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ups, den hatte ich schon. Ja, und dann mal schauen. Gucken wir mal. Wir sehen uns auf jeden Fall und ja, wir freuen uns über das tolle Minibike und ja, bis dahin, ciao!